Voilà. Alors Gaëtan, on est particulièrement au centre, on suit avec beaucoup d'attention ce qui se passe ces derniers temps pour toi. On est bien content de te voir enfin en titulaire dans cette équipe. J'espère que ça va continuer ainsi pour toi et que tu vas continuer sur ta lancée et continuer à nous faire des bons matchs. Et félicitations pour la victoire contre le Bayern. Allez, à plus, mon gars. Er macht seine Freunde aus Frankreich stolz. Gaëtan Buisman. Ein bisschen hat er gebraucht, um anzukommen in Mainz. Jetzt ist er mittendrin. Ja, Bubu ist ein ganz feiner Typ. Eher ein ruhiger, aber er öffnet sich immer mehr. Ist immer dabei, wenn irgendwas gespielt wird, wenn irgendwelcher Blödsinn gemacht wird. Also ist ein cooler Typ. Dass er doch einmal so glücklich wird, ist schon erstaunlich. Voller Hoffnung kommt der 25-Jährige im Spätsommer nach Mainz. Und spielt erstmal überhaupt keine Rolle. In der Vorrunde darf er mal auf der Bank Platz nehmen. Einsatzminuten 0. Aufgeben, nicht Gaëtan Buisman. Arbeitet jeden Tag hart an sich. Ich denke, das sieht man jetzt, wie er sich entwickelt hat. Viele hätten ihm das vielleicht vor seinem ersten Spiel gar nicht zugetraut. Er hat sich super in die Rückrunde reingekämpft, ins Team reingekämpft und beeindruckt, glaube ich, momentan alle. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Wo kommt er überhaupt her, dieser Gaëtan Buisman? Aus Frankreich, klar. Seine Fußballjugend verbringt er beim FC Metz, wird dort zum Jugendnationalspieler geformt. Metz ist bekannt für gute Nachwuchsarbeit. Neuerdings bekommt sie sogar globale Aufmerksamkeit. Diese Bilder rauschen gerade durch die Internetwelt. Jugendspieler des FC Metz trainieren mit dem sogenannten Sensball. Zur Verbesserung der Koordination und der Konzentration. Er soll Fußballer gedankenschneller machen auf dem Platz. Bertrand Antoine ist der Fachmann beim FC Metz für dieses kognitive Training. Er ist ein guter Freund von Gaëtan Buisman und hat ihn schon oft in Mainz besucht. Voilà, donc je te souhaite plein de bonnes choses. À Metz, on est fiers de toi, on te suit. Ton intégration n'a pas été simple parce que tu ne jouais pas, mais je sais que tu t'es toujours accroché et que tu as toujours eu envie de bien faire, tu n'as jamais rien lâché. Donc continue comme ça. So, und die U15 vom FC Metz hat es mit dem Sensball vorgemacht. Jetzt ist Gaëtan Buisman an der Reihe.